So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke. Es ist soweit. Wir wollen Event-Eier brüten. Aber bevor wir Event-Eier brüten können, muss ich leider noch 12 Kilometer Eier weghauen. Das heißt, wir stehen jetzt hier mit 12 Kilometer Eiern, haben ein Sternstück an, machen die jetzt auf. Und dann gibt es noch zwei Fuhren 7 Kilometer Eier mit den neuen Abenteuerwochen-Eiern, wo eben zwei neue Pokémon und zwei neue Shinies drin sein können. Mann, ist das kompliziert. Ihr labert jetzt nicht. Wir drücken mal hier drauf. Gucken mal, was wir hier Schönes haben. Wir fangen an mit einem Kapuno. 6708 Staub. Bonbons gibt es auch dazu. Wir stehen hier mitten an der Kreuzung. Ein Skalyk hinterher. Da freue ich mich doch ganz besonders. Mit 9600 Staub. Wenigstens Staub bringt uns das Skalyk, auch wenn es sonst nichts bringt. Zurukex brauche ich auch noch ein zweites 100%iges. 8785 Staub bringt er mit. Noch ein Zurukex. Jetzt habe ich natürlich die WP. Die siehst du ja nicht vorher. 8500 Staub. Ansonsten Bonbons gehen immer mal, falls wir 1 auf 50 ziehen müssen. Kapuno mit 4800, das heißt, der hat richtig gute IV, weil er so wenig Staub mitbringt. Das ist die Gleichung, die ihr immer habt. Pionscorer 8400. Was war da denn los? Seit wann ist der denn da drin? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich brauche Molung, ich brauche Garnovil, ich brauche Absol, brauche ich nicht, aber 9600 Staub nehme ich gerne mit. Was braucht man noch? Lavita, er sitzt in der Abenteuerwoche eh überall rum. 5956, Despoda Armee müsste sowieso am Start sein. Damals immer Dreier Despoda Raids gemacht, die ganze Zeit. Noch ein Skalyk hinterher mit 6162 Staub. Ein Pampam, Pampam als 100er, wäre natürlich auch nice. Gab es ja auch beim GoFest-Wochenende jetzt. 7700 Staub, noch ein Skalyk. Ich glaube, das wird eine Folge ohne Molung. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Chance jetzt. 5500 Staub und noch ein Lavita. Das war bestimmt das letzte Ei. 9600. Wir bewerten ganz kurz, gucken einfach mal fix hier durch. Das ist nix, nix, nix. Schon wieder nix, auch nix, 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 nix. 100 ist was, das ist nix, nix. Oh mein Gott, das ist fast das Schlechteste. Das ist auch Mist, das ist auch nix, also egal. Jetzt aber das Besondere, dreht keine Stops. Ihr müsst Geschenke abholen, um die 7 Kilometer Eier abzugreifen. Ich werde das jetzt nicht alles reinschneiden, ich werde einfach jetzt ein paar Leute aufmachen. Mal gucken, zwei Fuhren wird man sicherlich heute noch hinkriegen. Theoretisch könnte man also jeden Tag mindestens zwei Fuhren machen. Ich sammle 7 Kilometer Eier, melde mich zurück, wenn die ersten Abenteuerwochen Eier aufgehen. Außerdem stehe ich gerade hier bei der Stadtverwaltung, dass man das auch mal sieht. Und wenn man sich rumdreht, sieht man hier die Kreuzung und ein Geländer und noch mehr. Und dann ist hier noch ein Fußgängerüberweg. Den haben wir auch noch gefunden. So, die 7 Kilometer Eier sind bereit. Wir werden jetzt mal drauf drücken. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass irgendwas dabei ist. Ich glaube kein neues Shiny, kein neues Pokémon und Potrott. Ist süß, aber nicht das, was wir suchen. Dafür gibt es XL-Bonbons von Potrott. Ich glaube, ich habe noch gar keine Potrott XL. Ein Schilterus. Den gibt es ja auch als Shiny, ist aber nicht neu. Gab es schon länger. Ich habe jetzt auch kein Sternstück mehr an. Ich glaube, für die 7 Kilometer Eier... Pokédex-Eintrag. Jetzt ist ein 100er direkt. Das finde ich gut. Wenigstens schon ein was dabei. Balgoras. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich weiß nicht, ob der was kann. Da ist noch ein Potrott dabei. Aber eigentlich, nein, ich suche eigentlich die Shinies. Beruhigt euch mal. Wir brauchen die Shinies. Und noch ein Potrott. Das sind die Potrott-Eier komplett. Schließlich gibt es ja am Wochenende diesen Erforschungstag, wo die dann auch wild erscheinen. Dann musst du die doch gar nicht brüten. Schneckmark auch am Start. Und wir haben jetzt auch nicht 12 Eier, wir haben nur 9 Eier. Das heißt, wir haben weniger Eier, weniger Staub. Flapterix, was neu shiny sein kann, aber nicht shiny ist. Aber Flapterix XL abspringen. Noch ein Flapterix, vielleicht sogar noch ein Huni. Ein XL-Bonbon. Ja, okay, das eine können sie auch behalten, theoretisch. Noch ein Potrott, also das sind die Potrott-Eier. Einmal komplett den Balgoras werde ich als letztes bewerten. Wir gehen mal kurz hier Potrott an.
haben hier Dresden. Wenn ihr denkt, das ist von euch, schreibt es mir in die Kommentare. Wir haben hier Rocklum Niedersachsen. Dann lassen wir das aus, gehen auf das nächste drauf. Haben hier nochmal Bitterfeld-Wolfen. Wir haben Meppen Niedersachsen. Wir haben Kirchheim unter Teck. Wir haben Berlin. Wir haben New York. Wir haben Kölle da, Thüringen, da weiß ich, wo es herkommt. Und wir suchen uns jetzt unseren neuen Pokédex-Eintrag und haben einen aus Dubai. Vereinigte Arabische Emirate Dubai. Wer kommt aus Dubai? Schreibt es mal in die Kommentare. Den machen wir erstmal ein Häkchen dran. Den musst du tagsüber entwickeln, da ist so ein Sonnensymbol. Wir werden jetzt nochmal 7 Kilometer Eier reinpacken. Ich habe noch ein paar Freunde da. Was ich schon wieder total bescheuert finde, ist, dass die Eier nicht garantiert sind aus den Geschenken. Das heißt, es kann sein, ihr macht 10 Geschenke auf, habt aber nur 3 Eier. Und die Geschenke sind ja begrenzt, ihr könnt nicht unendlich öffnen. Das heißt, ihr werdet schon wieder komplett eingeschränkt. Nicht nur, dass das Event nur eine Woche geht. Ihr werdet auch noch eingegrenzt, dass ihr auch gar nicht so viel brüten könnt, wie ihr wollt, weil ihr auf die Geschenke angewiesen seid. Wenn ihr keine Freunde habt, habt ihr keine Geschenke, habt ihr keine Eier. Selbst wenn ihr Freunde habt und Geschenke habt, habt ihr vielleicht trotzdem keine Eier, weil da einfach keine drin sind. Finde ich total blöd gemacht. Irgendwie ist es immer besser, wenn du die einfach am Stop erdrehen kannst oder von der Arena bekommst. Also 2 Kilometer Eier, 7 Kilometer Eier, 10 Kilometer Eier, selbst die 12 Kilometer Eier, die 7 vergesst er, die streicht er wieder. Wir sammeln jetzt nochmal, melden uns gleich zurück und gucken mal, wie es in der letzten Fuhre drin ist. So, jetzt bin ich nochmal kurz zurück. Ich habe jetzt, wie gesagt, 9 Geschenke geöffnet. Das heißt, im besten Fall dürfte ich jetzt 9 Eier haben. Ich habe aber nur 4 Eier. Das ist total bescheuert. Aber es gab einen neuen Glücksfreund, der müsste jetzt eigentlich noch hier auftauchen. Na, hier, Kabi Samra und du seid jetzt Glücksfreunde. Sehr schön. Werde ich mir gleich wieder hier einen Screen machen, wenn ich noch weiß, wie ein Screen geht auf dem iPhone. Ich spiele damit so gut wie nie. Also, 9 Geschenke geöffnet und nur 4 Eier bekommen. Und bis du die voll hast, bist du vielleicht schon wieder am Limit und dann kannst du gar nicht weitermachen. Total bescheuert. Aber macht euch keinen Stress. Irgendwann kommt das zum C-Day, zu einem Event, wild, alles hin und her. Alles, was in den Eiern ist. Gerade auch die Alolas gab es ja dann später auch wild oder im Feldforschungsdurchbruch. Man muss nicht direkt alles haben. So, wir stehen jetzt hier am Polizeiparkplatz und guckt mal die Visage hinter mir an und guckt mal den, jetzt wollte ich sagen, den Gatten Nazi hinter mir an. Nein, das ist ja der Fischer ohne Fischershut. Das ist der Marius, der Crazy O, den kennt ihr vielleicht aus dem Stream. Das ist der Prime, der streamt ja selber immer auf Twitch und auf überall, auf Facebook und so. Der macht auch manchmal hier Videos für keine Ahnung und auf Insta, der streamt überall. Der streamt auch in WhatsApp, der streamt bei TikTok, also er hat das Streaming erfunden. Und auf Telegram natürlich, ne? Auch noch, genau. Der streamt auf Tinder. Ich will jetzt aber meine 7 Kilometer Event-Eier aufmachen und ihr geht jetzt bestimmt erstmal in die Sparkasse. Genau, so machen wir das. Die nächsten Eier sind nämlich hier. Die schlüpfen jetzt. Mal gucken, ob da jetzt ein Shiny dabei ist oder neuer Pokédex-Eintrag. Mir fehlt ja immer noch dieses blaue Ding. Wir drücken einfach mal drauf. Das blaue Ding brauche ich noch. Den komischen Dino habe ich schon. Es startet wieder mal mit Potrott. 1600 Staub. Ich habe wieder kein Sternstück an für die 7 Kilometer Eier. Möchte ich das nicht unbedingt. Die mache ich eigentlich nur an, wenn ich 12 Kilometer Eier habe. 1234 Staub bei Cognodon. Noch ein Potrott. Ich glaube, Potrott ist das Pokémon, was am meisten da rauskommt. 800 Staub jetzt aus diesem Ei. Noch ein Schneckmark. Gut, den habe ich ganz vergessen. Ich habe bisher einen gesehen, der ein neues Shiny hat. Und das hat er aber nicht gebrütet, ne? Da ist der Blaue ist auch am Start, neuer Pokédex-Eintrag. Super, im ersten Video gleich beide Pokédex-Einträge bekommen. 1600 Staub auch hier, bin mal auf die IV gespannt. Nochmal der Blaue hinterher, da gibt es nochmal schön gratis Bonbons, 16 Stück, ein XL gibt es auch noch dazu. Jetzt ein 100er, das wär's. Noch ein Schilderus, okay, kann natürlich auch shiny sein, braucht man aber nicht mehr, auch wieder 1600. Also mit Staub, ja. Die Leute sagen immer, brütet Eier, dann kriegt ihr ganz viel Staub. Aber ich glaube, in der Zeit habt ihr dann 16 Pokémon gefangen, habt den Staub auch wieder drin.
noch ein Schilderus, noch ein Cognodon, ganz normal. Trotzdem finde ich die Spawns in der Abenteuerwoche bis jetzt mega genial. Ich möchte auch mal von hinten hier anfangen, die zwei neuen als letztes bewerten. Wir haben dieses Cognodon aus Zürich, Schweiz. Das ist bestimmt von Margo FedEx. Schilderus Wien, Wien, Österreich. Das ist der Alex bestimmt. Wir haben hier Kronberg, Taunus, Hessen. Die zwei lassen wir aus und gehen jetzt von hier ran, bis wir rübergekommen sind zu den zwei neuen. Potrott aus Bitterfeld, Wolfen, Sachsen-Anhalt. Cognodon aus New York. Ubalentia MG Brasilien, Potrott, wer wohnt denn da? Schneckmark aus Werden, Niedersachsen. Dann haben wir hier ein Amarino aus Paris, Ile-de-France, Frankreich. Ein Sechster, ein 91er müsste das sein. Und hier, das ist ein bisschen schlechter, aber aus Iden, Sachsen-Anhalt, Deutschland, Amarino. Wir haben sogar ein männliches und ein weibliches, also das wäre auch dann fertig. Wir brauchen nur einen Lucky noch, wenn wir die entwickeln wollen. Ansonsten war das jetzt die erste Eierfolge in der Abenteuerwoche. Ich sammle jetzt nochmal Eier, bis ich die neuen Plätze wieder voll habe und fange schon an, das zweite Video zu drehen. Wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Prost! Prost! Hallo Prime! Wo erreicht man dich denn auf Hallo Twitch? Ramse. Hä? Ha? Wie ist denn dein Twitch-Account, Prime? Prime offiziell mit Y. Hast dich mitbekommen, warst dich mit Y. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses!